dieser neuen Landschaft. Ich stehe tatsächlich nach langer Zeit mal wieder vor der Kamera. Es wurde ja gesagt, es kommt ein Kroatien-Video. Kommt es doch nicht. Warum, wieso, weshalb? Ich werde wahrscheinlich noch mal ein extra Video dazu machen. Heute geht es um was sehr Besonderes. Und zwar habe ich dann, wenn das Video rauskommt, heute auf den Tag genau 2 Jahre meinen Führerschein. Ich bin aus der Probezeit erfolgreich raus, ohne eine Verlängerung. War zwar vielleicht ein paar Mal knapp, aber auch egal. Genau, ich habe heute auf den Tag genau 2 Jahre meinen Führerschein und ja, ich habe damals ein Video gemacht über dieses Auto, stand vor diesem Auto und jetzt stehe ich wieder hier. Ihr könnt direkt sehen, es hat sich einiges getan. Natürlich ist hier die Streifen drauf gekommen. Die hat man auch schon in vielen Videos wahrscheinlich gesehen. Ist tatsächlich eine Sache, die wir selber gemacht haben, an einem Samstag, glaube ich, mal ganz spontan, beziehungsweise ich habe halt gesagt, ich will die drauf haben, weil ich die bei einem anderen Auto gesehen habe, was hier irgendwo in der Nähe steht. Dachte, ja, rote Streifen, beziehungsweise Streifen, weiße Streifen auf rotem Auto. Sieht ganz cool aus. Deswegen habe ich mir kurz halt selber welche bestellt und dann hatten wir das halt selber gemacht. Also von daher, ich finde es ziemlich gut. Es macht den Aygo auf jeden Fall, finde ich, deutlich sportlicher. Was sagst du, Tina, als Unbeteiligte? Als Unbeteiligte? Als Unbeteiligte. Sieht wunderschön aus. Sieht wunderschön aus. Direkt 3 PS mehr. Mindestens. Ich habe damals die Karre bekommen bei, ich glaube, ungefähr 29.000, meine ich. Wir sind jetzt nach 2 Jahren bei 106.000. Sind einiges an Kilometer auf jeden Fall dazugekommen. Ja, mein Fazit auf jeden Fall, also zumindest was ich sagen kann, ich werde ja sehr gerne ausgelacht dafür, dass ich ein Aygo fahre. Was kann ich nach so vielen Kilometern zu dem Auto sagen? Also erstens, ich finde es total tatsächlich unberechtigt, dass man für dieses Auto ausgelacht wird. Ich meine, als Anfängerauto ist die Karre perfekt. Ich habe in den 2 Jahren, wo ich das Auto jetzt habe, 3-mal neue Bremsen gekriegt. Es ist eine Katastrophe. Also das letzte Mal habe ich Bremsen bekommen vor, also jetzt vor dem Kroatienurlaub, davor ein halbes Jahr vorher und davor 1 Jahr vorher. Also es läuft. Was Bremsen angeht, vielleicht habe ich einfach auch nur Pech mit dem Auto und der schluckt Bremsen wie sonst was. Ist natürlich keine coole Sache. Nichtsdestotrotz, ich habe dieses Auto sehr, sehr, sehr lieben gelernt. Es macht vom Fahren her richtig viel Spaß, je nachdem halt wie man fährt. Man kann mit dem Auto, ich sag mal, ganz gemächlich fahren. Man kann mit dem Auto aber auch etwas sportlicher fahren. Dafür, dass die Karre halt nur 69 PS hat, geht das trotzdem echt richtig gut. Und es macht echt Spaß. Ich habe tatsächlich bei diesem Auto im Innenraum auch einiges vorgenommen. Das sieht jetzt auch ein bisschen paar Bilder, paar Videos, dies, das. Ich habe vor kurzer, erst diesen Monat, neue Lautsprecher eingebaut von JBL welche und ich habe den Subwoofer nochmal getauscht. Da ist jetzt auch ein neuer Subwoofer drin. Ja, jedenfalls, es sind neue Lautsprecher drin. Ich habe damals tatsächlich auch die Türen sehr schnell und sehr früh gedämmt. Kann man das hören? Stimmt. Also, man kann es halt jetzt nicht mehr so richtig vergleichen. Ich habe vielleicht irgendwo noch ein Video, wie die Türen mal vorher klangen. Aber die Türen klingen jetzt halt vernünftig. Vorher hat es halt sehr blechernd geklungen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das damals aus dem Grund gemacht, dass bei dem Lautsprecher, wenn der Bass halt etwas höher war, die Türen halt sehr vibriert haben. Deswegen habe ich damals mich ein bisschen erkundigt und herausgefunden, Alubitür soll helfen. Also haben wir die Türen mit Alubitür gedämmt. Kofferraum habe ich letztens auch noch gedämmt und die hinteren Türen, weil das auch alles noch sehr blechern war, beziehungsweise den Kofferraum, ist auch jetzt ein negativer Kritikpunkt, aber vielleicht liegt es auch nur bei mir am Auto. Beim Kofferraum lief eine Zeit lang Wasser rein, was mir den ersten Subwoofer auch so ein bisschen mehr oder weniger auch ruiniert hat, weil da halt Wasser drauf gekommen ist. Ist natürlich eine ärgerliche Sache, aber ist halt jetzt passiert. Was hatte ich bei dem Auto noch gemacht? Ich habe zwischenzeitlich mal Unterbodenbeleuchtung gehabt für 3 Wochen, glaube ich. Ich blende euch bestimmt gerne mal ein Bild ein. Was auch schön schief gegangen ist. Ja, die ist dann halt nach 3 Wochen kaputt gegangen. Ja, nicht nur das. Sondern? Der 24/7-Laden. Den Schlüssel vergessen. Ja. Ja. Weil sie es gerade anspricht. Zu der Unterbodenbeleuchtung gibt es eine ziemlich lustige Geschichte. Und zwar waren Julian, Tina und ich abends mal unterwegs. Waren dann bei so einem 24/7-Laden in Paderborn. Und ich dachte, okay, komm, ich bin cool, ich mache die Unterbodenbeleuchtung an, weil man möchte ja damit angeben, was für eine coole Unterbodenbeleuchtung man hat. So, ich hatte das Ganze allerdings so verkabelt, dass quasi die Schalteinheit für die Unterbodenbeleuchtung hier im Motorraum war. So, ich hatte den Schlüssel, ich hatte das so gemacht, dass man noch einen Schlüssel extra braucht, um das quasi anzumachen und der Schlüssel war an meinem Autoschlüssel mit befestigt.
Ich also denke so, ja cool, ich mache das Auto zu, damit es halt sicher ist, damit halt keiner reingeht. Mach die Unterbodenbeleuchtung an, der Schlüssel muss halt stecken bleiben. Mach die Motorhaube zu und denke, okay, jetzt bin ich bereit. Ich dann kurz was anderes gemacht, bin so am Nachdenken, so, ja, cool, Auto ist jetzt zu, aber Unterbodenbeleuchtung an, ist cool. Denkst so, Moment mal, der Schlüssel für die Unterbodenbeleuchtung ist an meinem Autoschlüssel. Aber der Autoschlüssel ist jetzt im Motorraum. Aber die Motorhaube ist zu. Und ich habe das Auto abgeschlossen. Ich bin am Arsch. Was habe ich also gemacht? Ich hatte zum Glück mein Handy griffbereit. Hätte ich es im Auto gelassen, wäre noch schlimmer gewesen. Ich hatte mein Handy in der Hosentasche. Papa angerufen. Ich sag, Papa, ich habe ein Riesenproblem. Ich brauche den Ersatzschlüssel aus dem Haus. So, Papa dann noch spätabends nach Paderborn gefahren, mir den Ersatzschlüssel gebracht. Das war eine richtig lustige Geschichte, war auch echt dumm. Okay. Ich werde das Auto so fahren, bis es quasi kaputt geht. Ich habe euch damals die Geschichte ja schon erzählt hinter dem Auto, warum ich das Auto jetzt habe und warum es auch für mich so ein emotionaler Wert dahinter ist. Deswegen, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, oder? Super. Von daher, da wir jetzt alle Punkte, die ich ansprechen wollte, abgehakt haben, würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit ein paar schönen Aufnahmen nochmal, damit man auch mal was fürs Auge hat. Und ansonsten, ja, hören wir uns in den Endcard. Ja. Oder den Outtakes. Regie, Cut! An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Das war's jetzt mit diesem Video. Noch eine kurze Meinung zum Aygo, beziehungsweise ein kurzes Wort zum Aygo. Und zwar, ich persönlich fahre den Aygo jetzt seit 2 Jahren. Ich finde den Aygo als Anfängerauto wirklich richtig, richtig gut. Er ist gut für die Stadt. Man kann mit ihm eigentlich sehr gut auch überall einparken, weil er halt klein und wendig ist. Er verbraucht nicht so viel. Gut, ich fahre den Aygo auf ungefähr 6 Liter, aber wenn man ihn, ich sag mal, so fährt, wie der Aygo eigentlich gedacht ist, dann verbraucht er nicht so viel. Ansonsten finde ich den Aygo wirklich, wirklich echt gut. Er ist echt schön. Man kann auch einiges dran machen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe Streifen drauf gemacht, Sticker drauf gemacht. Ich habe den Innenraum tatsächlich jetzt neu gemacht. Ihr habt gesehen, die Paneele bzw. die Armaturen sind jetzt weiß und rot. Die waren vorher silber. Das kann man alles ändern. Und man kann auch natürlich äußerlich noch ein bisschen was verändern. Man könnte das Auto noch tiefer legen, was in der Zukunft mal geplant ist. Man könnte einen anderen Endschalldämpfer draufbauen, was in der Zukunft auch noch geplant ist. Also von daher, man kann beim Aygo, wenn man möchte, auch noch ein kleines bisschen was verbessern und ihn für sich auch wunderbar machen.
Wie gesagt, ich finde ein iOS-Anfänger-Auto wirklich richtig, richtig gut und ja, freue mich auch auf die nächsten 100.000 oder was weiß ich, wie viele Kilometer. Ich möchte auf jeden Fall den Algo so lange fahren, bis er kaputt ist, allein, weil soll ich mir jetzt ein neues Auto leisten, kann ich nicht. Und ich finde den Algo einfach viel zu toll, um ihn jetzt abzugeben. Also, und es hängt auch einfach ein großer emotionaler Wert dran, das wisst ihr, das habe ich euch damals schon erklärt. Jedenfalls, wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like dafür da. Ich habe mir beim Editing tatsächlich echt Zeit genommen, allein was jetzt die cinematischen Szenen angeht, weil ich wollte vom Auto halt echt schöne Szenen drehen und ich habe das noch nicht so oft gemacht, deswegen ich hoffe, euch gefällt das. Ansonsten ja, das war es jetzt wirklich. Ich verabschiede mich bei euch, danke fürs Zuschauen und ja, bis dahin und tschüss.